Was war das? Ich hab Gänsehaut. Was ist da passiert gerade? Ist das da oben? Schock für mich. Ich weiß nicht, was es war. Es fühlte sich so an, als ob es hier um die Ecke war, aber. Finde ich das wieder? Passiert das nochmal? Kriege ich einen Herzinfarkt? Was ist das? Das sieht so komisch aus. Ist das ein Lebewesen? Ne, ich weiß nicht, was das ist. Ist das was Besonderes? Verschwindet jetzt, oder? Ja. Ist das so ein Teil, eine Zirbe? Ne, ich glaube, das ist jetzt nichts, das so eine Wolke macht, oder doch? Weiß ich gar nicht. Doch, es macht diese Wolke. Gut, dann gehen wir vielleicht hier lang, oder? Da ist wieder so eine Station. Bringt mir nicht wirklich was, ne? Und ich habe immer noch kein Leben gefunden. Gefrorenes Argon haben wir hier übrigens. Und das reichlich, ne? Ist hier Leben? Nein. Hier kommt wieder sowas von oben runter, ne? Das macht mir schon wieder so Angst, dass hier gleich wieder sowas ist. Der da vorne sitzt auch schon nicht, oder? Oh, wir haben keine Pinne mehr. Naja, dann. Wir haben auch kein Gemisch mehr. Müssen wir erst Gemisch finden, um das weiter zu managen hier. Alles klar. Schauen wir mal.
Ein ehrliches Tagewerk. Repariere Zäune. Ich glaube, wir kümmern uns wohl als erstes um die Wölfe, oder was? Ah, Reparaturset. Ne, kann ich nicht nehmen. Wo sind die Wölfe? Das ist die erste Frage. Könntet ihr jetzt mal die Kissen haben? Okay, jetzt macht das einer. Wo müssen wir es denn hinbringen? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Er trägt denn hier noch eine Kiste? Ja. Okay, und er hat auch noch eine Kiste. Auch dahin bringen. Und dann haben wir das schon geschafft. Bringe Wasser zur Kirche. Ah, hier ist ein Brunnen. Das Wasser, wo ist die Kirche? Da? Ne. Bringe Wasser zur Kirche. Jetzt ist die Frage, wo ist das Gotteshaus? Ich habe keine Ahnung, wo die Kirche ist. Eigentlich müsste man das ja erkennen können, oder? Ist hier die Kirche? Wir werden es gleich wissen. Sieht so aus, als ob da aber Ende ist. Und dahin ist auch Ende. Keine Ahnung, wo die Kirche ist. Was ist die Kirche? Das ist auch nur ein Haus. Schade, ne? Hier geht es noch ein ganzes Stück weiter. Haben sie die Kirche oben weiter gebaut? Ah, da ist es wohl. Hier ist wohl die Kirche. Wahrscheinlich kommen aber gleich die Wölfe, ne? Kann das sein? Er bringt auf jeden Fall Wasser hin, weil hier die Kirche ist. Okay. Ich hoffe, das passt dann. Jako ve své nekonečné moudrosti žehná této vodě. Oh, jetzt hat die Kiste nicht zum Lagerhaus gebracht, der eine. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? So ein Shit aber auch. Jetzt muss der da nochmal hinlaufen. Poslouchám, pane. Schlüssel? Ano, to by šlo. Ich schätze mal, wir müssen hier hin, um irgendeine Würfen, oder? Ne, da gibt es noch Rohstoffe. Da gibt es Gewehrmunition. Wo finde ich die Wölfe, ist jetzt die Frage, ne? Wo sind die Wölfe? Da hört's auf. Aber hier ist Gebietsgrenze, da komme ich nicht weiter. Wo bist du, ja? Ich muss die Zäune noch reparieren, ne? Da habe ich aber noch keinen blassen Schimmer, wie es geht.
Scheiße, sind die Wölfe als letztes dran, ne? So, der bringt das jetzt weg. So, nur noch 0-1, dann ist die Seuche da. Mal gucken, was das wird. Vielleicht haben wir nur die Becher dann nachher. Und hier dieses Reservoir wird auch verseucht. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Ich bin gespannt. Jetzt müsste es kommen, ne? Die schlafen alle. Schauen wir mal. Jetzt Tag dabei? Weiß ich gar nicht. Könnte sein, ne? Hier dreht sich mal ab und zu was. Also Essen sollte nicht das Problem sein. Vollwasserflut begonnen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo es herkommt, wo es hingeht. Warte mal. Wir machen jetzt hier den Shot schnell hoch. Höhe 1. In der Hoffnung, dass es hier nirgendwo rüber schwappt oder so. Vielleicht kommt es von hier oben, ich weiß nicht. Da ist das Zeug. Okay, das heißt, hier werde ich es. Na, das Wasser könnte meins bleiben, ne? Hier kommt es nicht rein, denke ich. Aber es läuft hier durch. Ja, ich denke mal, wenn das Wasser hier weiterläuft, haben wir Glück, sonst haben wir Pech. Ich weiß auch nicht, ob wir die Pumpen ausstellen müssen oder ob das von alleine geht. Oh oh. Eigentlich müsste. Ach, das Wasser läuft doch hier so lang. Das heißt, es kommt hier vielleicht gar nicht hin, oder kommt es von hier auch? Na, es kommt von hier auch. Okay, dann hat sie es erledigt. Dann kriegen wir das auch ab. Und das ist nur ein Damm, da kann ich ja nichts machen, da kann ich keine Höhe einstellen. Aber dieses Becken hier, das wird uns vielleicht den Hintern retten. Ach, hier ist schon die Seuche. Kommen die weg? Okay, wohl hier irgendwo. Ah, hier ist noch nicht fertig, ne? Okay, aber das können wir sowieso, das ist nur ein Damm, ne? Ja. Wo ist das Zeug jetzt? Also das fließt tatsächlich hier links nebenher und nicht hierher. Das wäre ja cool, dann hätten wir Glück. Wo kommt das her? Ah, das fließt da lang und nicht hier lang. Okay, mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Lass mal gerade auf Stufe 2 laufen. Ah, das ist auch nicht ganz so lang, nur 707, aber das schwimmt natürlich die ganze Zeit hier dann durch, ne? Oh Mann, was macht das denn hier, unser Grill? Keiner drin, wir brauchen noch Leute irgendwie. Die schlafen hier alle drei. Was macht denn hier unsere gerillte Kastanien? Die haben wir auch immer noch nicht, ne? Nasses Fell fehlt uns auch noch, zu wenig Duschen wahrscheinlich. Hier ist doch Kastanien, oder? Kann man das? Ja, das sind die Kastanien, ne? Blockiert durch Faulwasser. Holzfällerfahne. Ein Förster brauchen wir da dann, ne? Oder? Ah, das könnte das Problem sein, weil der seine Reichweite ist nicht hier. Ah. Ja. Wo können wir den denn bauen? Ne, abreißen würde ich nichts. Hier wahrscheinlich, ne? Förster. Den müssen wir mal schnell hier hinbauen dann. Ist das hier richtig oder lieber hier? Ich glaube hier, hier ist nämlich trocken. Ja, schauen wir mal, was das wird. Warte mal, wenn ich da hin anklicke, sehe ich den Bereich. Ja, der Bereich ist da. Das klappt dann eigentlich. So, was macht das Faulwasser? Das schwimmt hier dran vorbei. Das ist schon mal gut für uns. Und hier ist alles noch Frischwasser. Und wie sieht es hier aus? Ah, hier kommt es durchgeflossen. Jetzt ist Nacht. Jetzt schlafen sie. Jetzt machen wir schneller. Aber das Faulwasser ist durch. Jetzt ist nur die Frage, wann geht das weg? Was denkst du? Was wirst du jetzt machen?
Ein Mann läuft nicht einfach vor einer Herausforderung davon. Ich habe da schon eine Idee. Kannst du mir helfen, die Zutaten zu besorgen? Ich brauche Meertraube und gepunktete Wurzelmundqualle. Beides findest du in der Kalksteinhöhle in ungefähr 100 Metern Tiefe. Aus denen willst du Sushi zubereiten? Naja, okay, eine Kalksteinhöhle, ja, ich werde sie finden. Vinzenz Gourmetprüfung, neuer Inhalt, VIP. Manchmal steht ein VIP-Gast ein Gericht, das nicht auf der Speisekarte steht. Beschaffe die Zutaten bis zum angegebenen Zeitpunkt. Banzu Sushi öffnen. Mir fehlt also nur noch diese gepunktete Wurzelmundqualle. Gut. Speisekarte ist leer, da müssen wir erst noch was drauf machen. Ja, können wir mal veredeln. Okay, haben wir. Wir haben noch 7. Ja, komm, einmal machen wir noch. Dann, ach, den hatten wir schon drauf, oder? Ne, den haben wir noch nicht drauf, oder? Nee. So, und dann haben wir noch eine Möglichkeit. Ist das hier eine Suppe oder was? Ja, komm, den machen wir doch mal, oder? Da hatte ich da. Da geht nur einmal wegen der. Na, passt schon. Was mit der Forschung? Machen wir mal. Forschung wurde abgeschlossen. Salzgerillter Rotzahndrücker Fisch. 48 und lecker ist er 70. Respekt. Wie kann ich das nochmal machen? Okay. Jetzt haben wir nichts mehr. Das heißt, wir eröffnen den Laden. Open. Swilla? Aber hier wird getrunken. Schneller, 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 schneller. Oh, schade, weg. Schneller. So, runterdrücken. Okay, er will irgendwie eine Suppe, die kriegt er aber auch noch, ne, oder? Ich komme zu spät zu meinem Termin, das ist nicht schlecht, oder? Aber wir können doch hier schnell hier Wasabi machen. Okay, schon geschlossen. Vergesse jetzt deine Bewertung, schauen wir mal vorbei. 13,36, hör die Ergebnisse. Mal 4, du hast die Flamme des Wandwerks erhalten. Okay, gekochter, gebrückter Füßle. Wir haben 368 verdient, das ist schon mal gut. Eikopf. Letzte 7 Tage war das der Verkaufsschlager. Guckst da, müssen wir reingucken, okay. Das sah nicht so gut aus, ne? Dave. Ja, Dr. Bacon. Dave. Ja. Willst du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Die gute Nachricht. Ah, du bist der positive Typ. Ich habe das Armband untersucht, das du mir gestern gebracht hast. Es gehört, wie ich es vermutet habe, dem Seevolk. Oh, es ist also ein altes Artefakt.
Das Armband scheint mit einer geheimnisvollen Macht durchtränkt zu sein. Hier, du kannst es tragen. Was ich? Ich meine, danke, aber warum? Ha, wer weiß, vielleicht liegt ja furchterregende Seevolk Fluch darauf. Nun, wie dem auch sei, probier es erstmal an. Da ist ein Lagerhaus. Hat er hier denn Bäume gefällt? Ja. Was haben wir hier mit 80? Leder, okay. Können wir noch was bauen? Bergwerke ist klar. Ja, lass uns mal gerade nach Lehm gucken. Wie kriege ich diese Karte bewegt? Ohne. Da ist jetzt ein Stuhl unten gelandet, ne? Fischerei macht drei. Drei Fisch plus. Das gefällt mir alle nicht so. Wie ist denn hier mit unserer Tierzucht und so? Da fällt Leder ab. Fleisch fällt ab, Leder fällt ab. Und was ist das? Ach, Nutztiere fallen auch ab. Ja, die ja, werden, ja, wie heißt es? Was? Hier sind 10 Bergleute drin. Aber dann mal 5 raus. Und die Lehmbude? Wo war die jetzt? Achso, nee, die war nicht hier. Die war hier. Ah, da fehlt jetzt immer noch dran, der Baufortschritt. Ich wüsste gern, was sie bauen. Nee, wollen wir nicht umgestalten. Wo sind sie jetzt dran am Bauen? Das wäre interessant zu wissen. Ah, hier können wir eine Übersicht sehen. Einer ist in der Farm. Zwei in den Obstgärten. Auerochsenweide, zwei. Zwei bei der Fischerei. Das waren wohl Lebensmittel, ne? Die Loyalität ist es äußerst wichtig, dass ihr euch um die Bedürfnisse eurer Untertanen kümmert, okay? Was brauchen Sie denn? Lass mal hier langsamer laufen. Unsere Dienstleistungen nehmen ab. Boah, da müssen wir ja ordentlich hier was bauen jetzt. Stadtschreier, zu wenig. Es ist hier irgendwo eine automatische Einstellung aus. Warte mal, wenn das so ist, ne, dann ist doch bestimmt wieder beim Bergwerk das Gleiche passiert, oder? Ist doch bestimmt schon wieder an, ne? Ne, es sind tatsächlich nur 5 Tonnen. Eisenverkäufer 2. Essensverkäufer, nicht Eisen. Kein Händler da. Wo sind die? Was machen die? Hausmeister 5. Komm, zwei Hausmeister geht. Träger einer. Okay, das kann so bleiben. Wissenschaftler keiner. Träger 0. Händler 2. Auch keiner. Wo sind unsere Leute? Fischer sind 3 da. Alter. Ah ne, das ist nicht. Ich dachte schon. Was ist hier unten? Freigeräumt. Es wird nichts gebaut. Ich weiß nicht, wo die Leute sind. Das ist schlecht. Kann ich die hier irgendwo anklicken und dann geht er dahin? Der läuft da lang. Ah, kann ich hier so durchschalten? Der ist Marktschreier, glaube ich, ne?